Im Kasseler Tierheim Wau-Mau-Insel gibt es im Moment besonders viele Kater und Katzen, die auf neue Besitzer warten. Roberto ist einer von ihnen. Er ist ein Hauskater, der bisher nur in der Wohnung gehalten wurde. In einem neuen Umfeld ist er zunächst schüchtern und wartet ab. Sobald jedoch Vertrauen da ist, ist er ein sehr verschmuster Kater. Er ist 5 Jahre alt und seit dem 17. Juli im Tierheim. Er spielt gerne und dabei kann er schon einmal wild zugehen. Michael ist ein sehr lebendiger und zutraulicher Kater. Er geht auf Menschen sofort zu, was auch damit zusammenhängt, dass er noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Er hat kein Problem mit Kindern, kann jedoch nicht alleine gehalten werden. Er braucht einen Artgenossen, mit dem er spielen kann. Er hat ein schwarz-weißes Fell und ist 3 Jahre alt. Mo wirkt zunächst sehr schüchtern. Die Hauskatze braucht Zeit, bis sie Vertrauen zu Menschen und einer neuen Umgebung gefasst hat. Auch sie sollte besser mit einem Artgenossen gehalten werden. Sie ist 3 Jahre alt und zusammen mit Michael ins Tierheim gekommen. Er ist der Chef im Haus, Knobel verträgt sich nicht mit anderen Katern oder Katzen. Er besitzt ein großes Selbstvertrauen und genoss in der Vergangenheit seinen Freigang, der auch künftig möglich sein sollte. Der 5 Jahre alte Kater wurde gefunden und im Tierheim abgegeben. Er ist ein Langhaarmix mit braun-beigem Haar. Am Wochenende vom 8. bis 9. September können sich Interessierte beim Tierheimfest diese und andere Tiere ansehen.